Januar 2000 sind 6 Katamarane in Barcelona an den Start gegangen. 6 Boote, 6 Teams sind zum größten Segelabenteuer aller Zeiten aufgebrochen. Der Hamburger Segelprofi Tim Kröger war der einzige Deutsche, der bei dieser Regatta The Race mitgemacht hat. Leider musste sein Team schon nach 2 Wochen aufgeben. Was aber den Vorteil hat, dass er uns gleich hier im Studio mehr über dieses Rennen erzählen kann. Vorab ein paar Bilder, die uns die Gefahren zumindest ahnen lassen. Haushohe Wellen, Windstärke 11 und mehr, die Crews ständig am Limit. Rund 65 Tage liefern sich die besten Segler der Welt ein Rennen, wie es zuvor noch keines gab. Die Tour ist hart und riskant. Denn die Katamarane erreichen Höchstgeschwindigkeiten von rund 40 Knoten. Das sind fast 80 Kilometer in der Stunde. In solchen Momenten heißt es für die Crew festhalten. Ein Favorit war von Anfang an die PlayStation. Mit an Bord der Hamburger Tim Kröger, der einzige Deutsche auf dieser Regatta. Die PlayStation ist der größte Katamaransegler der Welt. 38 Meter lang, 18 Meter breit und ein Mast von 45 Metern Höhe. Das sind die gigantischen Ausmaße der Zweirumpfjacht. Sie gehört dem Amerikaner Steve Fossett, bekannt durch einige Weltrekordversuche. Die 12-köpfige Crew wollte bei dem Rennen um die Welt einen neuen Rekord aufstellen. Letztendlich das Umsegeln der Antarktis, also das Segeln im Südpolarmeer und das Runden Kap Horns, da kann es dann schon richtig mal feuern, da kann es schon wirklich sehr, sehr viel Wind gehen. Und das Entscheidende bei dieser Regatta ist eben nicht nur das schnelle Umsegeln der Welt, sondern eben einfach auch in einem Stück wieder anzukommen. Die Route führt vom Mittelmeer durch den Atlantik, rund um den Südpol und wieder zurück. Allerdings nicht mehr für die PlayStation. 2 Tage nach der Äquatorüberquerung gab das Team auf. Vor allem wegen anhaltender Probleme mit dem Hauptsegel. Die anderen Katamarane jagen zurzeit mit etwa 500 Seemeilen pro Tag um den Südpol. Der Favorit Club Med hat 4000 Seemeilen Vorsprung vor seinen Verfolgern und nähert sich dem südamerikanischen Kap Horn. Ein neuer Weltrekord ist in Sicht. Und der deutsche Segelprofi Tim Kröger ist jetzt hier bei uns im Studio. Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Ja, wir haben es eben gesehen. Warum liegen die vorne und nicht Sie? Ja, wir hatten leider Materialprobleme mit unserer Yacht PlayStation. Das begann mit Problemen mit den Segeln, die wir in Gibraltar schon austauschen mussten, gegen die alten Segel sozusagen, die fingen dann leider auch noch an, sich aufzulösen. Und dann brach noch ein Schwert, das Schwert des Backbordrumpfes. Und das bewog uns dann dazu, ja, letztlich aufzugeben. Schlechtes Material eingekauft oder was ist da passiert? Ja, da streiten sich jetzt schon die Verantwortlichen. Aber im Grunde genommen ist es nicht so einfach, wirklich Segel vernünftig zu bauen für eine solche Yacht. Denn die Kräfte auf diesem Boot auf PlayStation sind einfach immens. Mhm. Sie mussten nach 2 Wochen schon aufgeben, nach all diesen Schwierigkeiten. Das war doch bestimmt eine schwere Entscheidung. Was war das für ein Moment? Ja, das war natürlich ein sehr unangenehmer Moment, selbstverständlich. Denn wenn man etwas nicht zu Ende bringen kann, was man sich vorgenommen hat, dann ist es natürlich immer ärgerlich. Aber ich stand immer auf dem Standpunkt, go hard or go home. Und wenn man nicht mehr hart kämpfen kann, wenn man nicht mehr pushen kann, okay, dann muss man natürlich nach Hause fahren. Andererseits, hätten Sie es wirklich 65 Tage auf der PlayStation ausgehalten? Natürlich, klar. Ich meine, ich hatte das ja nun gebucht. Ich wollte es ja machen und wollte mit diesem Boot auch gerne im Südpolarmeer segeln. Und das wäre schon wirklich fantastisch gewesen. Aber beschreiben Sie uns Landratten doch einfach mal, wie sieht das so aus, Alltag auf diesem Boot? Ja, also das Boot ist natürlich recht groß, aber unter Deck ist nicht so viel Platz. Also die Rümpfe sind gerade mal so breit wie meine Armspannweite und in dem einen Rumpf befindet sich die Pantry, die Küche. Dort wird dann gekocht und in dem anderen Rumpf befindet sich dann die Navigationszentrale und dort wird dann eben halt navigiert, aber auch Videobilder von Bord aus versandt. Und, eine eigene Koje hat man ja auch nicht, ne? Wenn ja, die teilt man sich schon mit anderen Crewmitgliedern, die Koje. Aber es ist auch halt so, dass, ja, durch die Länge der Rümpfe und dadurch, dass da nicht so viele Öffnungen drin sind, denn das würde den Rumpf schwächen, dadurch wird es auch recht feucht und klamm unter Deck und die Lüftung ist nicht so fantastisch. Das heißt also, Duschen brauchen Sie fast gar nicht, oder wie? Nee, das fällt sowieso flach. Persönliche Hygiene steht nicht so ganz oben auf der Liste. Also da muss man wirklich hart im Nehmen sein. Das hilft. Ja, aber warum haben Sie diese Herausforderung angenommen? Was lockte Sie an diesem Abenteuer? Also es ist einfach was völlig Fantastisches, mit Booten dieser Größe überhaupt zu segeln und an diesem speziellen Rennen teilzunehmen. Und
ja, es ist halt ein gewisser Reiz da natürlich. Aber Sie begeben sich auch in akute Lebensgefahr. Was hätte da nicht alles passieren können? 20 Meter Wellen oder schlimmer hätte es kommen können und fliegende Fische, die größte Bedrohung, habe ich mir sagen lassen. Ja, wenn die ins Auge gehen, dann tut es schon weh, so ein fliegender Fisch. Aber natürlich ist eine gewisse Gefahr da, selbstverständlich, aber wir sind alle nicht lebensmüde. Die meisten, die auf solchen Booten segeln, machen seit Kindesbeinen und wissen, in was für eine Gefahr sie sich begeben. Aber ich nehme es da immer sehr locker und entspannt, denn im Straßenverkehr kann ich leider auch zu Tode kommen. Muss man da ein bisschen verrückt sein, um so ein Rennen zu machen? Nicht unbedingt, aber es hilft eventuell. Was ist eigentlich Ihr nächstes Ziel? Also für mich steht auf dem Programm, stehen einige Regatten in Deutschland auf dem Programm, auf der Ost- und Nordsee. Und aber auch im September startet das Volvo Ocean Race und da möchte ich natürlich auch gern dran teilnehmen. Und bis dahin wird erstmal gut gegessen. Ich glaube, für frische Fische waren Sie immer zu schnell mit 80 Stundenkilometern. Ne? Die zu angeln, das ist sehr schwierig bei den Geschwindigkeiten. Herr Krüger, schön, dass Sie bei uns waren. Danke. Ende der 90er Jahre haben 45 Länder...